Daniel Koop ist für uns vor Ort. Nicht alle Aktivisten distanzieren sich ja von Gewalt. Und da fragen sich viele, was alles darf eigentlich Klimaprotest? Wie sieht denn da die generelle Strategie der Polizei aus? Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn in der Tat fragen sich das natürlich ganz viele Leute, was darf man für einen Klimaprotest wirklich machen? Denn in der Vergangenheit kam es ja wirklich zu einigen Zwischenfällen. Da sind Polizeibeamte beispielsweise mit Kot beworfen worden, mit Steinen beworfen worden, es ist Pyrotechnik eingesetzt worden. Ich will dir mal so einen kurzen Überblick geben, was hier gerade passiert. Wir müssen uns das Ganze so vorstellen. In den letzten Wochen sind ja diese Rodungsarbeiten hier abgelaufen. Es gab ein massives Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Man ist jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Ungefähr 70, 80 Meter, die müssen jetzt noch gerodet werden. Wenn wir da so ein bisschen hinzoomen, da können wir sehen, auch an diesem Tag, an diesem Sonntag, an diesem zweiten Adventssonntag sind hier immer noch natürlich massive Polizeieinsatzkräfte vor Ort aus ganz verschiedenen Bundesländern. Wir sehen immer noch die Aktivisten, die teilweise in den Bäumen sind. Es sind Tripods aufgebaut worden. Jetzt sehen wir hier auch gerade eine der Fahrzeuge für die Polizei. Ist das natürlich auch logistisch eine sehr große Herausforderung, das Ganze hier zu machen. Rodungsarbeiten finden heute nicht statt, aber es müssen Rettungswege freigeräumt werden. Und da konnten wir uns das heute Morgen auch schon anschauen. Da musste die Polizei dann teilweise auch so ein bisschen eingreifen, versuchte aber schon auch zu deeskalieren. Wir können uns über die Situation mit Herrn Wegmann unterhalten. Er ist für die Pressearbeit hier verantwortlich, koordiniert das Ganze. Ich habe es ja gerade schon so ein kleines bisschen angesprochen. Erklären Sie uns mal so ein bisschen, was passiert da gerade im Hintergrund? Im Hintergrund in der verbliebenen Baumgruppe befinden sich einige Personen, Ausbaugegner, die sich dort unrechtmäßig aufhalten. Hier gibt es eine Verfügung, dass sich hier auf diesem geplanten Trassenverlauf niemand mehr aufhalten darf. Aber sie bringen auf diese Art und Weise ihren Protest zum Ausdruck. Heute überwiegend friedlich und sie haben sich in den Baumhäusern eingenistet, haben aber auch einige Barrikaden rundum gebaut, die wir im Laufe des Tages dann entfernt haben. Okay. Ich glaube, wir gehen mal so ein kleines bisschen rüber. Wir wollen natürlich das Ganze hier auch nicht stören. Aber Herr Wegmann, erklären Sie uns mal so ein bisschen, auch wie dieser Einsatz hier wirklich abläuft. Es sind Beamte aus verschiedenen Bundesländern hier. Wie muss ich mir da die Logistik vorstellen? Wie sind Sie hier aufgestellt? Die Logistik ist eine große Herausforderung, die wir bislang sehr gut gemeistert haben. Wir werden dankenswerterweise aus ganz Deutschland unterstützt. Von der Bundespolizei, von allen Bundesländern haben sich immer wieder Kräfte hier eingefunden und haben unsere Arbeiten hier unterstützt. Wir haben dafür extra in der Hessenkaserne als auch hier in diesem Südbereich ein Logistiklager errichtet, damit wir die Kräfte entsprechend adäquat und auch Corona-konform verpflegen können, dass Hygienemaßnahmen durchgeführt werden können, dass Toiletten zur Verfügung stehen. All das haben wir gewährleistet. Ja. Gestern musste ein Wasserwerfer eingesetzt werden und da gab es in den sozialen Netzwerken massive Kritik. Wie kann man sowas machen bei so niedrigen Temperaturen? Warum musste das sein? Ja. Auch wenn ein Wasserwerfer sehr groß und sehr beeindruckend aussieht, ist er trotzdem, wenn er angewandt wird, ein milderes Mittel als der Einsatz vom Schlagstock oder vom Pfefferspray. Das wirkt halt durch die Größe des Wasserwerfers immer etwas anders, aber letztlich ist das ein milderes Mittel. Unsere Einsatzkräfte, die sich im gesicherten Bereich befanden, wurden immer wieder angegriffen von Ausbaugegnern. Sie wurden beworfen und es wurden immer wieder Barrikaden errichtet. Wir haben kontinuierlich auf sie kommunikativ eingewirkt, haben immer wieder angesprochen, bitte hören Sie, unterlassen Sie das, hören Sie auf, Barrikaden zu bauen, unterlassen Sie es, die Kollegen zu bewerfen. Diese Aufforderung oder diesen Aufforderungen wurde keine Folge geleistet. Folglich wurde der Wasserwerfereinsatz mehrfach angedroht und letztlich kam er auch zum Einsatz, was auch dazu geführt hat, dass diese Aktion beendet wurde. Viele Menschen fragen sich ja so ein bisschen in der aktuellen Situation, wie weit darf ein Klimaprotest gehen? Ich habe ein Interview gehört von einem Sohn ihrer Kollegen, der gesagt hat, er macht sich täglich große Sorgen, wenn sein Vater hier in den Einsatz geht, weil da wohl ja auch Sachen angewendet wurden, wo man sich so ein bisschen fragt, ist das noch Klimaprotest? Wie bewerten Sie das Ganze? Wie hoch sehen Sie auch so ein bisschen das Gewaltpotenzial hier? Also wir tun alles dafür, dass friedlicher Protest hier stattfinden kann. Das haben wir von Anfang an kundgetan, das unterstützen wir und haben da ganz viel Fläche auch dafür geboten. Was wir vollkommen ablehnen, ist die Anwendung von Gewalt, Angriffen auf Einsatzkräfte. Das können wir nicht akzeptieren, das ist inakzeptabel und das unterbinden wir auch sofort und verfolgen es konsequent.
Was haben Sie da für Sachen in der Vergangenheit mitbekommen? Wir haben zum Teil schlimme Sachen mitbekommen. Das Schlimmste vorneweg, wir wurden mit Stahlkugeln beschossen aus Zwillen. Das ist etwas ganz Furchtbares, weil die eine enorme Durchschlagskraft haben. Da können auch Visiere von Schutzhelmen durchschlagen werden, was letztlich zu schlimmsten Verletzungen oder gar zum Tod führen könnte, wenn Kollegen am Kopf getroffen werden. Wir wurden aber auch mit Steinen beworfen, mit Flaschen beworfen. Es wurden Pyrogegenstände auf uns geworfen, Rauchtöpfe in unsere Gegend. Das sind alles Sachen, die sind völlig inakzeptabel. Es wurden Krähenfüße ausgelegt, angespitzte Stahlstangen in den Boden gebracht, getarnt mit Laub, sodass Fahrzeuge oder auch Kollegen, wenn sie reinlaufen, sich schlimm verletzen können. Herr Wickham, bleiben Sie noch mal so einen kleinen Moment bei mir. Wir schauen uns das Ganze einfach noch mal an. Es ist jetzt für den Nachmittag ja auch so ein Spaziergang hier angekündigt worden. Da werden ja Aktivisten von ganz verschiedenen Gruppierungen auch ja hier hinkommen. Wir haben es ja gerade auch von Herrn Wegmann gehört, auch der Hessische Verfassungsschutz, der spricht jetzt darüber, dass es schon so ein bisschen ja die Sorge gibt, dass sich hier ja wirklich auch Linksradikale unter diese Demonstranten jetzt hier auch mischen können. Das sind Demonstranten, das sind Aktivisten, die sind aus dem ganzen Bundesgebiet hier hingekommen, die sind hier teilweise schon seit Wochen. Wir können es ja, glaube ich, auch im Hintergrund sehen, aktuell auch noch immer in den Bäumen. Herr Wegmann, jetzt sind wir, oder beziehungsweise jetzt sind Sie ja schon relativ ja am Ziel. Also 70, 80 Meter, die müssen jetzt hier noch gerodet werden. Gehen Sie davon dann aus, dass sich das Ganze danach beruhigt, oder auf was stellen Sie sich ein? Wir stellen uns darauf ein, dass der Protest in irgendeiner Art und Weise bestimmt fortgesetzt wird. In welchem Umfang, welcher Art und Weise, das wird sich zeigen. Wir versuchen natürlich, die Lage zu bewerten, jeden Tag aufs Neue, holen uns umfangreiche Informationen ein, um uns ein gutes Lagebild machen zu können. Entsprechend werden auch polizeiliche Maßnahmen angepasst, sollte es erforderlich sein, hier weiterhin tätig zu sein. Jetzt waren wir eben ein bisschen näher da unten, haben uns das Ganze auch noch angeschaut, und ich hatte da schon das Gefühl, da sind teilweise sehr, sehr junge Menschen dabei. Teilweise hatte man das Gefühl, ja sogar Minderjährige. Inwiefern ist das für Sie auch eine große Herausforderung? Es ist dahingehend eine Herausforderung, dass wir natürlich diesen rechtlichen Anforderungen entsprechen wollen, dass Minderjährige entsprechend noch einen höheren Schutz genießen, wenn wir sie polizeilich erfassen oder auch die Identitätsfeststellung durchführen. Letztlich haben sie ein Anrecht, sich mit ihren Eltern sehr schnell in Verbindung zu setzen. All das gewährleisten wir. Und ansonsten ist egal, ob jemand minderjährig ist oder schon etwas älter ist, wir gehen mit größtmöglicher Sorgfalt vor und tun alles dafür, dass niemand zu Schaden kommt, niemand verletzt wird. Das ist unser höchster Anspruch von Beginn an der Maßnahmen, und es ist uns bislang auch sehr gut gelungen. Das alles sagt Herr Wegmann. Ganz herzlichen Dank für die Information. Also in der Tat weiterhin, Angela, man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist noch eine wirklich sehr dynamische Lage. Man weiß nicht so richtig, wie sich das jetzt hier in den nächsten Tagen auch weiter entwickeln wird. Die Polizei, das konnten wir heute Morgen hier auch beobachten, die setzt auch ganz viel auf ja sogenannte Communicator. Das sind dann ja Polizisten, die sind auch ja in einer bestimmten Uniform, die sind deutlich sichtbar, und die machen dann Ansagen, versuchen das Ganze ja dann auch so ein bisschen zu deeskalieren. Heute Morgen gab es beispielsweise die Situation, da wollte man einen Tripod dann wegräumen, und da gab es wohl so ein bisschen Sorge der Aktivisten, dass man dann in das Camp der Aktivisten dann auch reingehen möchte. Da hat die Polizei dann deutliche Ansagen gemacht, hat gesagt, wir wollen diesen Tripod räumen, da geht es um einen Sicherheitsweg, wir wollen nicht in euren Bereich reingehen. So versucht man, das Ganze momentan hier möglichst ja auch unter Kontrolle zu bringen. Daniel, danke für deine Eindrücke, die vielen Informationen und natürlich das Gespräch. Du wirst die Proteste den ganzen Tag über beobachten. Dankeschön.